A2.4. Das Dreieck PQS ist die Grundfläche von Pyramiden PQS Rn. Zeichnen Sie die Höhe H der Pyramide PQS R1 mit dem Höhenfußpunkt F1 in das Schrägbild zu A2.0 ein. Ermitteln Sie sodann die Länge der Strecken Rn Fn der Pyramiden PQS Rn in Abhängigkeit von x. Also erste Aufgabe, Einzeichnen der Höhe H der Pyramide PQS R1 mit Höhenfußpunkt F1. Überlegen erst, wie diese Pyramide aussieht. Wir haben als Grundfläche das Dreieck PQS, also das da, und damit bleibt als Höhe, als Spitze dieser Pyramide im Prinzip nur der Punkt R übrig. Die ist also so aufgestellt. So, wie zeichnen wir jetzt die Höhe ein? Dran denken, die Höhe liegt immer senkrecht zur Grundfläche. Die Strecke SD, die hier durch die Grundfläche durchläuft, liegt ja schön auf der Zeichenebene. Das bedeutet für uns, wir nehmen unser Lineal, legen sie senkrecht zur Strecke SD an und zeichnen durch Punkt R senkrecht eine Senkrechte zu SD hindurch. Das ist meine Höhe H und damit liegt auch hier der Fußpunkt F1, Höhenfußpunkt. So, damit wäre das Zeichnen schon erledigt. Zweite Aufgabe ist, berechnen der Länge der Strecken Rn, Fn in Abhängigkeit von x. Und das Wichtige ist hier in Abhängigkeit von x. Ja, und Punkt Rn, Fn. So, als Veranschaulichung nehmen wir natürlich hier diese Zeichnung von uns mit R1, F1, allerdings mit den Werten, die vorgegeben sind, nämlich Rn, Fn. So, also ich diskutiere jetzt mit R1, F1, aber meine natürlich immer Rn, Fn. Schauen wir uns den Dreieck an, wo liegt diese Seite hier drin? Nämlich im Dreieck RFS. Sieht man hier oben. Das ist rechtwinklig, ja, ich kann ja einen rechten Winkel einzeichnen. Damit funktionieren automatisch Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Was kennen wir in diesem Dreieck? Oben der Winkel ASM, der bleibt immer gleich, der verändert sich nicht, je nachdem, wo R1 und F, also Rn und Fn liegen. Der ist davon unabhängig. Also den haben wir auf jeden Fall. Die Strecke RNFN wollen wir berechnen. Die Strecke SFN, über die wissen wir gar nichts, nämlich je nachdem, wo der Punkt RN liegt, ist auch der Punkt FN irgendwo anders. Also bleibt noch die Strecke SRN übrig. Was wissen wir darüber? Erstens, die Strecke SA sind ja 13,6 cm lang und zweitens, aus Aufgabe 2.3, also vorherigen Aufgabe, da heißt es ja, der Punkt R liegt x cm vom Punkt A entfernt. Der R1 war jetzt 9 cm entfernt. Der Punkt N ist aber x cm entfernt. Das heißt, der Abstand von A nach Rn sind x cm. Damit bleibt für S nach Rn eigentlich dann nur die Differenz übrig, nämlich 13,6, die gesamte Länge, minus die x cm. So, damit kenne ich jetzt eigentlich schon genug aus diesem Dreieck, nämlich wenn das der rechte Winkel ist bei F, dann liegt gegenüber die Hypotenuse. Die Hypotenuse ist also 13,60 minus x cm lang. Wir kennen einen Winkel und die gegenüberliegende Seite vom Winkel ist gesucht, also die Gegenkathete. Da müssen wir in der Formelsammlung nachschauen, welcher dieser drei Sätze funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse und dann sehen wir sofort, das ist der Sinus. Also stellen wir auf, wir brauchen die Länge der Strecke RNFN, also Sinus vom Winkel ASM ist gleich Gegenkathete, das war die RNFN, geteilt durch die Hypotenuse, das war SRN. So, setzen wir die bekannten Größen ein, also Sinus von 36,03 Grad ist gleich, Rn, Fn wollen wir berechnen, die bleibt gleich. Und jetzt für Srn kommen die 13,60 minus x cm rein. So, das müssen wir jetzt nach Rn, Fn auflösen. Achtung, das Solver funktioniert hier nicht, weil Rn, Fn ist unbekannt und die Variable x ist unbekannt. Also zwei Unbekannte sind drin, Solver funktioniert nicht mehr. Hier bleibt eins übrig, nämlich per Umformung auflösen, indem wir diese Gleichung mit 13,60 minus x multiplizieren, also mit dem kompletten Nenner hier unten. Dann folgt daraus, ich drehe es jetzt noch um, fange mit RNFN an,
ist gleich, und jetzt 13,060 minus x in Klammern mal Sinus von 36,03 Grad. So, das vereinfachen wir jetzt noch. 13,6 mal Sinus von 36,03, geben wir so einen Taschenrechner ein, das sind dann 7,999, glaube irgendwas, also gerundet auf zwei Dezimalen 8,00 minus, und jetzt nochmal die Sinus 36,03 mal die x sind 0,59x. Ich schreibe noch ein Längeneinheiten dazu, welche eine Länge ist. Oder Zentimeter. Oder was, ja, ist ja egal. So, und damit haben wir auch hier die Länge RnFn in Abhängigkeit von x und sind demnach fertig.